Und herzlich willkommen zurück zu Forever Stranded. So, heute wird weiter sortiert. Du bist schon wieder voll. So, ich hoffe, das passt so. Also, das kommt alles rein. Das und das. Ja. Wunderbar. Dann kommt das jetzt hierauf. So. Mhm. Dann eine Pipe. Nein. Ach, damit. Filter. Keine Kohle. Ist der richtige Filter? Richtige Filter? Ja. Weg damit. So. Und zwar können wir jetzt das zum Glück wegmachen. Hat irgendjemand was gekriegt, was er nicht kriegen sollte? Ja. Lass das. Okay, das hätten wir. Jetzt kommt der letzte. Da brauchen wir die Dasze für. Kann man dich überhaupt komprimieren? Nee, ne? Dich nicht. Und da war noch irgendwas, was da, glaube ich, nicht reingehörte. Uran. Nö. Sonst alles gut. Dich kann man auch nicht komprimieren. Okay, was ist hier los? Warum tust du nicht mehr... Achso, falsches Gerät. Schon gut. Ja. Der Filter. Yep. Und hopp, hopp, hopp. Jetzt korrekt diesmal. Und hopp. So. Zwei Stack-Upgrades und dann haben wir die Komprimierungsphase auch erledigt. So, Resonator fertig. Mhm. Stack-Upgrade, Alihop. Eins, zwei. So. Mhm. Eins hier, eins hier. So. Dann ist die Frage... Oh, kein Strom, natürlich. Ist die Frage, wie verbinde ich es am cleversten mit Strom? Ich glaube... Ne, unten rum macht keinen Sinn. Ich muss es hier so machen am besten. Vielleicht einfach hier dran vorbei, dass das Ding auch keinen Strom bekommt. Dann kann das weg. Und wir gehen hier entlang. Ja. Okay. Conductive Iron. Conduit. Gucken, ob es reicht. Ja, das reicht. Sehr schön. Sehr, sehr wunderschön. Okay, dicht machen hier. So, jetzt sollte hier alles ganz wunderbar verarbeitet werden. Yeah. Ach, wir müssen das Ganze noch abtransportieren. Das sollte man nicht vergessen. Und zwar, ich glaube... Sollte man es direkt an eine Schmelze dran vorbeitragen? Das wäre eine ganz gute Idee, glaube ich. Dann müsste ich, glaube ich, kurzfristig hier den Keller so ein bisschen unterkellern, dass wir da eine Burning Machine hinbauen. Brauchen wir eine, die sehr schnell ist. Was ist wohl am schnellsten? Wenn wir mal ganz kurz bei... Double Expansion reingucken. Das war Bronze Invar. Emerald, der Empowered Emerald. Cryothium ist kein Problem. Enderium ist eher ein Problem. Also das Schlimmste hier ist quasi das Empowered Emerald Gedönse.
ansonsten würden wir es eigentlich ganz gut hinkriegen. Und das Speed-Teil ist... das bist du. Processing Speed, ja. Einfach nur Gold. Gold und Redstone. Ja, das klingt doch gut. Also nehmen wir auf jeden Fall eine Redstone Furnace. Hello? Nein? Nein? Furnace? So, dafür brauchen wir Zinngier, sollte ich haben, ja. Oh, Kupfergier auch? Gut, dann fehlt das. Fertig ist die Kiste. Dann brauchen wir die Upgrades. Und zwar. Sind die hier drin? Ja, da sind sie. Bronzegier habe ich eher nicht. Bronze habe ich wiederum schon. Ach, wisst ihr was? Inzwischen ist es auch eigentlich fast Schnuppe. Bronzegier. Hallo? Na gut, was soll's. Oder so. Ja, auch gut. Das, dann Empowered Emeralds habe ich noch. Sehr gut. Invergear, Silbergear. Und Signalum. Pyrotheum. So, dafür brauchen wir einmal Blitzgedönse. Das geht im Bluttransposer auf einen Schneeball. Habe ich Schneebälle? Ja. Ich brauche zwei Schneebälle. Das war jetzt was auf Schneeball? Oh Gott. Pyrotheum. Redstone auf Schneeball. 200 Redstone. 200. Dafür nehmen wir die. Unsere Schneeballproduktion hat ja leider nicht ganz so funktioniert, wie wir das vorgestellt hatten. Leider. Unser Schneemann ist leider gestorben. Armer Kerl. Armer Kerl. Naja. Ja. So. Dann haben wir einmal das. Und einmal das bitte. Zack, zwei Pyrotheum. Cryotheum Electrum Gear. Und dafür auch Signalum. Nee, Signalum haben wir sogar noch. Sehr gut. Einmal zusammencraften. Schwupp. Indirium ist gerade schwierig, weil ich nicht so viele Enderperlen habe. Aber bis dahin reicht es auch schon mal. Gut. Dann. Überlege ich es kurz, wie ich es am cleversten anstelle, dass ich... ich könnte Item Conduits nehmen. Und dann das Ganze... dafür ist das Ding aber gerade irgendwie im Weg. Da können wir drumherum arbeiten. Oh nein, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Nicht gut. Ich hoffe, das geht gut. Ich hoffe, ist das Ding jetzt ein länger? Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Und zwar machen wir es so. Hab. Du kommst weg. Also wir machen es so. Auto-Input, ja. Aber du kriegst von unten deinen Input. Du tust nach hinten outputten. Das heißt, wir werden jetzt mit Item Conduits die ja, komprimierten Produkte hier rausziehen, in die Furnace durchschmelzen lassen. Die Furnace gibt nach hinten aus. Und hier werden wir dann mit einem ja, Importer oder ja doch einem... Wobei, da muss ich... Das Problem ist hier, dass die blöde Kiste, dass hier sortiert wird. Vielleicht muss ich noch mal einen Filter in... den Exporter machen. Müssen wir gucken.
Erstmal brauche ich Item-Conduits. Das könnte eher teuer werden, weil ich nämlich keine Enderperlen habe. Das nervt. Doch, habe ich. Wo kommen die ganzen Enderperlen her? Aus den ganzen Beuteln. Ich erinnere mich. Jetzt muss ich kurz überlegen, weil... Wenn ich jetzt... Ich sollte meine Enderperlen, glaube ich, jetzt aufsparen für die Wutfarm. Weil, ich glaube, auch hier ist es so, at Wut, dass ich für die Grünen aus einer Enderperle 4 kriege. Das heißt, ich brauche 13 Enderperlen, um die Farm zu vervollständigen. Ist halt die Frage, wie gut das hier funktioniert mit denen. Weil es ist eigentlich nur Diamond-Gedönse und ansonsten, die sind nur Köpfe. Habe ich eine Köpfe? Ich kann auf jeden Fall Köpfe besorgen, es geht. Okay, dann würde ich sagen, machen wir als nächstes die Wutfarm, weil das ist wichtiger. Aber trotzdem sollst du bitte kurz ein Upgrade bekommen. Dann kann ich nämlich trotzdem schon mal hier quasi dann die Sachen reinschmeißen. Und du brauchst genau noch die Speed-Upgrades. Dinger. 2, 3. 1, 2, 3. Das wird natürlich Redstone, also flux-technisch extrem teuer. 211 pro Tick. Wunderbar. Sehr schön. Ah, herrlich. Lauf du erstmal voll, dann haben wir die volle Geschwindigkeit. Okay. Sehr gut. Hopp. Nicht ganz so schnell, wie ich dachte, dass es sein könnte, aber gut. Soll mir egal sein. Hauptsache läuft. Mhm. Gut, machen wir später. Wut. Okay, hatte ich eigentlich Dingens besorgt gehabt? Nether Bricks? Ein paar? Okay. Gut. So, dann wollen wir unseren Wutbereich mal fragen, was er so alles braucht fürs nächste Tier. Au. Warum sind schon wieder Piekser im Boden? Wer hat ihn da hingesetzt? So, Mr. Wut. Sie bekommen erstmal Strom abgeknapst. Ja. So. Okay. Hier, oh Gott. Ganz schön viel Krimskrams. Gut, das können wir ganz kurz einmal in unsere Tasche packen. Ein paar Köpfe gab es sogar auch dazu. Ganz toll. Okay. Mhm. So, wenn wir jetzt mal hier ganz kurz dann das Gerät abbauen. Tier 3 nehmen. Brauchen wir einige Orangene. Ah, ich glaube, bei meiner Wutfarm in Beyond fehlen die Köpfe hier, ne? Die zwei Köpfe fehlen, da meine ich. Auch wenn sie nicht angezeigt werden, warum auch immer. Ich denke, die Köpfe brauche ich trotzdem. Oder brauche ich die Köpfe oder brauche ich sie nicht? Das ist die Frage. Kann ich den weiterverarbeiten zu den Höhertierigen? Kann ich nicht. Das heißt, wir machen erstmal Tier 2. Ja. Okay. Eins nach dem anderen hier. So, dann schnappen wir uns mal unser Handbuch und gucken, wie viele Steinchen wir da brauchen. Das Food Manual ist hier nicht dabei. Warum nicht? Wo ist mein Wood Manual? What the hell? Habe ich ein Void für Pfeile? Pfeile. Nein? Gut, dann machen wir eins. Pfeile. Im Void Barrel, Dingsbums. Was bist du?
So, das kommt erstmal alles weg. Du auch, du. Später. Das mag hier Müll. Eigentlich. Das brauche ich alles. Und das hier kann mal durchgeschmolzen werden. Furnace Mode. Okay. Ja. Wood Manual gab es also nicht. Nein. Aber ich meine, es waren 40 gewesen. 40 Orangene. Ja, Orangene. Also 10 Blaze Powder. Blaze Powder habe ich ja sowieso. Aber vor allem 40 von denen. Oh, das war zu viel. Das war zu viel. Oh, scheiße. Ich hab dafür noch so viel übrig gehabt. Shit. Fuck, das ist die Mega-Verschwendung. Naja, egal. Pech gehabt. Nimm's hin. So. Orange, orange, orange. So, habe ich alles? Ich glaube schon. Fehlen noch die Caps. Wow. Wer braucht schon viele Frames? Niemand braucht Frames. Oh Gott. Dann brauchen wir jetzt anständig viele von denen. Da weiß ich allerdings nicht, wie viel. Deswegen muss ich trotzdem aber das blöde Food Manual machen. Bah. Einmal durch Dingsbumsen. Ich brauche die vier Köpfe noch, das stimmt. Ich brauche erstmal kurz gucken, wie viel ich von den T3 brauche. Also 52 grüne und ein paar mehr von den orangenen. 52 grüne. Okay. Okay, toll, dass ich davon keine mehr habe. Davon. Mhm. Diesmal ohne Fehler. 52. Sehr gut. Jetzt haben wir erstmal die großen goldenen Caps. Da brauche ich die Cap-Teile. Das wird Obsidian, genau. So. Wir machen noch die Crucibles, machen wir noch, aber erstmal brauchen wir die Sachen, aber brauchen wir eh eine bessere Stromproduktion, mehr Dynamos und Co. Also von daher, die kommen auch noch, aber erstmal irgendwie eins nach dem anderen. So. Factory Caps. Was fehlt da? Die fehlen. Das. So. Und zwei Obsidian. Verdammtes Obsidian. Eins, zwei. Ich weiß gerade nicht, wie viele Köpfe Dinger ich für das andere Ding brauche. Gucken wir gleich mal. So. Goldene. 1, 2, 3, 4. Perfekt. Hinlegen. Nacht muss es nicht unbedingt sein. Dann klappt das hoffentlich auch mit der nächsten Tierfarm. Wäre schlecht, wenn nicht. Oh, da fehlen noch welche.
Die habe ich übersehen. So, so. Mist. Orange. So. Das fehlt. Auch die Wand fehlt ja auch noch. Okay. Oh, da fehlt auch noch einer. Mensch, ist ja ganz schön unaufmerksam. Noch echt ein bisschen schwer zu erkennen, muss ich ehrlich zugeben. Okay. Oh nein, ich krieg mein Prisma nicht zurück. Oh, ich krieg mein Prisma nicht zurück. Oh, wie gemein. Das ist ja blöd. Oh. Okay, aber bis jetzt sagt er nur Fehler an Programmed Map Control. Das heißt, das ist so vollkommen korrekt. Sehr schön. T3, please. So. Da waren 4 Orangen mehr. Die kamen dann wohin? Keine Ahnung. Na gut, dann machen wir erstmal die Grünen auf jeden Fall. Wir werden es erfahren. So, mit uns. Na, komm ich nicht dran. Jip, 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 jip. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. Sehr schön. Das wird eine ganz schön große Farm. Okay, dann fehlen noch die blöden Köpfe. Die werden, glaube ich, nochmal richtig teuer. Das sind 5 von denen. Puh. 5 Köpfe. Haben wir schon einen Enderman-Kopf? Nee, ne, Ender. Nein. Schade. Okay. Gut, aber. Ich könnte noch eben kurz. Item Conduits. Das war das, das und das ist Eisen mit Enderperle. Enderperle. Eisen. Für Item Conduits, um unsere Sachen weiter zu verarbeiten. Alloys only. Ist schon wieder Sommer. Es war doch nie Winter gewesen. Nee, nee, nee. Okay. So, was wollte ich tun? Was wollte ich tun? Genau. So viel Zeugs. Yay. Item Conduits noch schnell. Komm, 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 komm. Flip. Sehr schön. Dann, kriegen wir es hoffentlich anständig hin. Hier. Schwupp. Extract immer. Disable. Insert. Rewind, einfach nur, falls irgendwo noch irgendwas unentdeckt ist. Extract. Extract. Und da läuft er. Sehr schön. So, jetzt haben wir hier eine automatische Ingot-Verarbeitung. Oder Ingot. Erstellungsdingens. So, jetzt könnten wir eigentlich alles hier langsam abpumpen lassen. Müssen wir halt nur gucken, dass wir da keinen Fehler machen und Sachen abpumpen, die wir nicht abpumpen sollen.
Müssen wir mal gucken. Egal. Das haben wir schon mal in der Kiste hier drin. Das ist schon mal gut. Oh, ich könnte auch. Nee, das ist eine dumme Idee, oder? Einfach ein Storage-Upgrade, dass man die Kiste einfach nur als Storage nimmt, aber die Kiste wird irgendwann voll werden. Eventuell. Oder wir filtern halt nur das raus, was wir dann in dem Ding hinten auch. Ja, das kriegen wir. Wir machen Filter. Wir machen Filter. Wir machen das schon. Wir machen das schon. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.